Emma und ihre Freunde. Kapitel 2. Mit den Bäumen nach Madagaskar telegrafieren. Was bisher geschah. Das kleine Eichhörnchen Emma hatte voller Freude herausgefunden, dass genau an ihrem Geburtstag zum Sommeranfang die Erdbeeren süß und reif waren und wünschte sich zu ihrem allerersten Geburtstag eine köstliche Erdbeertorte, zu welcher sie ihre Familie und Freunde gerne einladen wollte. Gesagt, getan, begann sie mit ihrer Omi Irmchen mit allen Vorbereitungen und stellte fest, dass sie als allererstes nach Madagaskar telegrafieren sollte, denn dort wuchs die echte Vanille und diese zu besorgen war wohl das schwierigste Unterfangen für die kleinen Waldbewohner. Und so sprangen die kleine Emma und Omi Irmchen von Ast zu Ast in ihrem kleinen Fichtenwäldchen, um zur uralten Muttertanne zu gelangen mit ihren kleinen Tannenkindern. Die Muttertanne war riesig, mit großen, immergrünen Ästen und ihre Wurzeln reichten bis tief in die Erde hinein. Viele Tiere lebten in ihr und bauten ihre Nestchen, von kleinen Vögeln in ihren Wipfeln bis zu den Feldmäuschen in der Erde. Die Tanne war gemütlich, behutsam und beschützte ihre Lieben, spendete Schatten gegen Wind und Sonne und nährte sie mit ihren Zapfen und Pollen. An ihrem Fuß gab es einen kleinen Eingang in eine schmale Höhle, an welchen ein winziger Halimaschpilz wuchs. Emma und Omi Irmchen wollten gerade hineinschlüpfen, da sprach der Pilz: Wen darf ich melden und was ist euer Begehr? Emma antwortete völlig verdattert: Ich möchte eine Erdbeertorte backen, und sah den kleinen Winzling erstaunt und mit großen Augen an. Omi Irmchen trat hervor und sagte respektvoll: Guten Tag, große Hüter. Wir würden gerne eine Botschaft nach Madagaskar versenden. Wir haben auch Laub und Zweige zum Kompostieren mitgebracht. Großer Hüter, stammelte Emma etwas ungläubig und schaute auf den kaum daumengroßen Pilz. Der war ja noch einmal viel kleiner als die Eichhörnchen selbst. Als könne der Pilz ihre Gedanken lesen, sprach er milde: Lass dich nicht von Äußerlichkeiten täuschen. Was du hier siehst, ist nur der kleine obere Fruchtkörper. Mein Myzelnetz aber ist weit verzweigt und würde, wenn man es aneinander reiht, wohl viele hundert Kilometer lang sein. So lang zum Beispiel wie von Leipzig nach Berlin. Entfernte Vetter von mir sind sogar die größten Lebewesen der Erde. Emma schaute etwas betreten, sie fühlte sich zum einen leicht beschämt, aber andererseits auch wieder beschummelt. Omi Irmchen sprang ein: Aber Herr Halimasch, alle wissen doch, dass der Blauwal das größte Tier der Erde ist. Das größte Tier ist er sehr wohl, auch wenn ich natürlich hier noch keinen gesehen habe. Aber Pflanzen und Pilze sind auch Lebewesen. Und mein Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Cousin ist so schwer wie über 500 Bäume und verteilt sich über eine Fläche so groß wie halb Sachsen. Ehrfürchtig und sprachlos sahen die beiden Eichhörnchen zu den Pilz auf und Emma stellte ganz sachlich fest: Das ist schon sehr groß. Der Pilz war nun sichtbar freundlicher gestimmt und bat die beiden in die Höhle hinein. Geht nur, geht, doch unterschätzt mir die kleinen Helfer nicht. Ein jeder hier im Wald ist wichtig, erst recht die kleinen und Ungesehenen. Emma und Omi Irmchen verbeugten sich und traten ein. In der Höhle war es eher dunkel. An den Wänden sahen sie sogar einige Pilze, die im Dunkeln leuchten konnten. Viele kleine Tiere hier waren fleißig am Arbeiten und vergruben Laub und Pflanzenreste in der Erde. »Sie füttern die Pilze«, sagte eine Stimme über ihnen. Ein Nachtfalter mit riesigen Fühlern saß über ihnen an der Decke. Die Fühler waren groß und dicht behaart. Damit konnte der Schmetterling jede noch so kleine Vibration wahrnehmen und auch den allerfeinsten Geruch. Die Eichhörnchen sahen sich neugierig um. »Entschuldigen Sie bitte die Frage, Herr Nachtfalter, aber was ist das hier alles?« fragt die kleine Emma. Der Schmetterling flatterte etwas auf sie zu und antwortete: »Das ist ein Zugang zum Wood World Web, dem internationalen Wald- und Myzelnetzwerk.« Die Eichhörnchen staunten nicht schlecht,
verstanden aber nicht wirklich, was der Falter ihnen da erzählte. Der schien das schon gewohnt zu sein und lud sie auf eine kleine, erklärende Führung ein. »Schaut«, sagt er, »hier seht ihr überall die Fäden vom Pilzgeflecht. Das sind nicht nur Halimasche, sondern auch Fäden von Steinpilzen, Maronen und Fliegenpilzen. Ein jeder Baum ist mit Dutzenden Pilzfamilien verflochten. Die Pilze liefern Mineralien, vor allem aber viele wichtige Informationen zur Versorgung mit Wasser, mit Nährstoffen und wie es all den anderen Bäumen und Pilzen oder auch Waldbewohnern geht. Das ist sehr wichtig für den Baum, denn je nachdem, wie es der Waldgemeinschaft geht, in welcher er wohnt, passt er sich auch in seinen Wasserverbrauch an und unterstützt die eigenen Baumkinder unter ihm, aber auch die Gräser, die Sträucher und Moos um ihn herum, die das Wasser halten, genau wie er. Signalisiert beispielsweise das Netzwerk Trockenheit, dann drosselt der Baum seine Verdunstung, um die Wasserreserven für sich und die anderen zu schonen. Die Pilze bekommen dafür von dem Baum den so wichtigen Zucker, den der Baum mit Hilfe von Sonnenlicht, mit Wasser und Kohlenstoff aus der Luft herstellt. Da haben alle was davon und arbeiten Hand in Hand zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und gewinnen, das tun alle dabei, ohne Ausnahme. Die Eichhörnchen staunten und konnten nun die vielen verflochtenen Pilzstränge und Wurzelsymbiosen erkennen. Da gab es regelrechte Autobahnen und Hauptleitungen, viel genannte Strecken sozusagen. »Ja, aber was hat denn das nun alles mit meiner Erdbeertorte zu tun?« fragt die kleine Emma, die sich auf einmal ganz klein vorkam. »Erdbeertorte?« fragt der Nachtfalter. »Bitte entschuldigen Sie.« Omi Irmchen meldete sich zu Wort. »Wir sind hier, um eine Nachricht aufzugeben an einen lieben, befreundeten Nachbarn, den Herrn Max Storch von Langbein. Der verweilt wie alle Störche jeden Winter mit seiner Frau im Süden von Afrika. Und wir würden ihm sehr gerne eine Nachricht zukommen lassen, ob er uns auf seinem Rückweg, vielleicht aus Madagaskar, ein paar Vanilleschoten mitbringen könnte. Soweit ich weiß, befinden sich viele Störche auf dem Rückflug und kommen an Madagaskar vorbei.« »Liebes Frau Irmchen, bis Südafrika, das sind über 10.000 Kilometer. Und wenn der gute Herr Storch von Langbein sich tatsächlich dafür begeistern sollte, wäre das ein Umweg von über 1.000 Kilometern. Dafür würde er 4 oder 5 Tage extra brauchen, wenn alles gut geht. Das kostet viel Kraft. Außerdem könnte sich seine Frau Sorgen machen, wo er so lange bleibt. Es ist Frühling, da gibt es sehr viel zu tun. Das Nest muss repariert werden, Verwandte besucht und die Familie gepflegt. Was könnt ihr denn dem Storch im Gegenzug für seine Mühen anbieten?« »Darüber habe ich bereits nachgedacht«, sagt Omi Irmchen. »Wir bieten ihm an, sein Nest zu reparieren, für feinste frische Zweige zu sorgen, dass das Heim blitzsauber ist. Schließlich kennen wir uns sehr gut aus mit Ästen und Baumwipfeln und kennen auch gute Stellen, wo weiches Moos wächst. Da können wir sein Nest hübsch behaglich auspolstern. Und auch wir brauchen dafür mehrere Tage. Die kann er sich dann sparen und ausruhen. Außerdem können wir derweil auch Frau Storch von Langbein zur Hand gehen. Und so ist doch allen geholfen.« »In der Tat, eine sehr gute Idee«, sagt der Nachtfalter nachdenklich. »Das könnte funktionieren.« »Herr Nachtfalter«, machte Emma hüstelnd auf sich aufmerksam, »aber wie bekommt denn jetzt der Storch unsere Nachricht?« »Ein neugieriges kleines Ding«, nickt der alte Falter wohlwollend der Omi zu. »Na komm mit, ich zeig es dir.« »Siehst du hier das Myzelnetzwerk und die feinen Wurzeln an den Bäumen? Hier bei den Fruchtkörpern geben wir die Nachricht ein. Mit denen kannst du sprechen, wie draußen mit dem Herrn Halimasch. Und da alles Leben miteinander verbunden ist und wir eine Adresse haben, nämlich den Herrn Max Storch von Langbein am Beginn seiner Flugroute in Südafrika, können wir den dortigen Palmen Bescheid sagen und deine Nachricht übermitteln.« Der alte Falter lächelte und Emma war überglücklich. Omi Irmchen setzte sich an den Fruchtkörper und telegrafierte aufgeregt an Herrn Langbein. »Omi Irmchen hier, stopp! Erbitte ein paar reife Vanilleschoten aus Madagaskar für Emmas Geburtstag. Stopp. Reparieren und säubern dafür gerne ihr großes Nest. Stopp.
Gute Reise! Stopp. Und das kommt an? Fragt Emma. Auch durch die Wüste und das Mittelmeer, wo es da gar keine Bäume gibt? Ganz sicher, antwortet der alte Falter. Denn Pilze gibt es überall. Im Wasser, in der Erde und selbst in der Luft. Sie bedankten sich und umarmten einander. Die Eichhörnchen legten ihre Gaben ab und hüpften selig zu ihrer großen alten Fichte. So eine Aufregung, so viel Neues. Und ob alles geklappt hat, wird Herr Storch von Langbein die wichtige Vanille mitbringen. Auf, ins dritte und nächste Kapitel mit den Hamstern.